Natürliche Schönheit ist sehr wichtig für mich. Manchmal trägt man Make-up, das echt schwer auf dem Gesicht liegt und man fühlt sich den ganzen Tag unbehaglich. Das Tolle an Mineralien ist, dass man sich fast so fühlt, als ob man überhaupt kein Make-up tragen würde. Ich bin eine Naturfreundin und ich bin gerne draußen. Für mich, für meine Persönlichkeit, passt es einfach perfekt. Charlotte Weiler wird mich jetzt mit den Pure Mineral Produkten von Maybelline Yarde schminken, um Ihnen zu zeigen, wie es geht. Hi Charlotte. Hi Julia. Ich bin so aufgeregt, dass du heute mein Make-up machst. Und ich freue mich, hier zu sein und dir all die kleinen Tipps für das Pure Mineral Make-up von Maybelline Yarde zu geben. Toll. Und so geht's. Du tupfst ein wenig in die Falte unter dem Auge und verteilst es. Die meisten machen den Fehler, die ganze Partie unter den Augen zu bedecken. Und dann hat man einen breiten Streifen unter dem Auge, in einer anderen Farbe. Und man sieht den hellen Fleck. Genau. Du gibst es also hier in die Falte unter dem Auge, dort wo es dunkler ist, und verteilst es von dort. Verstreich es richtig. Die Finger wärmen die Creme auf und es lässt sich gut verteilen. Ja. Dick oder dünn, ganz wie du möchtest. Mhm. Ich trage es in einer Nuance auf, die ein wenig dunkler ist als dein Hautton. So bekommst du einen Look wie leicht gebräunt. Ja. Toll, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich nach nichts an. Das habe ich gern. Schließ die Augen. Ich hasse schweres Make-up. Aber dieses hier fühlt sich super an. Wenn ich das Rouge in Kreisen auftrage, gehe ich auch gern bis hoch über die Augen. Das sieht gleichmäßiger aus, sodass es nicht wirkt wie eine Linie. Genau. Ja. Und lässt es die Augen strahlen, wenn du bis dahin gehst? Mhm. Manchmal kann man die Schatten unter dem Auge wegpudern, wenn jemand sehr dunkle Augenringe hat. Man kann sie verschwinden lassen, indem man das Rouge bis dicht ans Auge aufträgt. Das lenkt den Betrachter ab, von den großen dunklen Ringen. Ja, von den Augenringen. Toll, schön. Und es fühlt sich wunderbar an. Ja, oder? Es fühlt sich nach nichts an und das ist perfekt. Danke, Charlotte. Gerne. Danke.